Hey Leute, heute habe ich für euch das Thema Basics, die gute alte Maske, nicht Taucherbrille, wie man es oft liest oder hört. Ihr seid soweit, ihr geht in Schnorchelurlaub oder ihr geht tauchen, ihr wollt endlich eure eigene Tauchmaske oder ihr wollt euch mal eine neue kaufen. Auf was muss ich achten? Worauf soll ich eventuell Wert legen? Und warum soll ich nicht die Maske irgendwo im Günstigladen kaufen? Warum im Fachhandel? Hier habe ich ein paar Dinge, auf was ihr achten solltet. Der erste große Unterschied an so einer Maske ist, ihr habt einmal schwarzes Silikon oder auch helles Silikon. Das ist ein bisschen mehr Geschmackssache. Beim hellen Silikon hat man ein bisschen mehr Lichteinfall, nimmt ein bisschen mehr Bewegungen wahr, hat aber den Nachteil, es vergilbt mit der Zeit, bleibt aber technisch einwandfrei. Ich finde Schwarz ganz gut, weil das, was ich wirklich sehe, da konzentriere ich mich viel besser drauf und habe nicht diese Reflexion. Dann haben wir Zweiglasmasken oder auch Einglasmasken. Man sagt, naja, Einglasmasken, da sieht man mehr. Das ist ein bisschen je nach Maskenhersteller. Wie nah ist das Auge am Glas? Wie ist die Passform? Also nicht gleich sagen, man muss eine Einglasmaske sein. Worauf solltet ihr noch achten? Dass es eine Doppeldichtmanschette hat. Hier könnt ihr sehen, eine Lage, zwei Lagen. Dann dichtet sie auch gut ab. Drauf Wert legen. Ein gutes Sicherheitsglas. Ihr wollt keine Billigmasken, wo das Glas irgendwann platzt und euch irgendwelche Splitter ins Auge kommen. Könnt ihr euch vorstellen, unangenehm. Für die Leute, so wie ich, die eine Maske, sage ich schon, hier eine Brille tragen, einfach habt ihr die Möglichkeit, optische Gläser einzubauen. Es gibt manche Maskenhersteller, die haben gleich von vornherein Plus- und Minusgläser. Die kann ich einbauen. Super einfach. Starke Achsverkrümmungen. Funktioniert nicht, das muss speziell hergestellt werden. Da gibt es manche Fachgeschäfte, die einfach sowas herstellen und dann kommt das in die Maske rein. Oder man hat eine Altersseestörung und kann dann seinen Tauchcomputer nicht mehr abnehmen. Sagst so, hier, der Arm kann gar nicht so lang werden, dass man das noch sieht. Dann kann man einfach so leichte Klebelinsen nehmen, packt man unten in die Maske rein und kann dann wenigstens wieder was sehen. Auch eine gute Variante. Was auch möglich ist, sind die Kontaktlinsen. Kontaktlinsen hat nur den Nachteil, können rausfallen. Auch da ganz wichtig, Kontaktlinsen, die gasdurchlässig sind. Für so Leute, die das nicht haben wollen, wie ich, mit einer Glatze rumlaufen, dass die Haare ausfallen, gibt es solche Maskenbänder. Kann man einfach hier auf Silikon drauflegen. Rutscht besser über die Haare, viel angenehmer als dieses Silikon an den Haaren. Ja, aber die beste Maske ist nur eine gute Maske, wenn sie auch gut sitzt. Deshalb, wie testet ihr das Ganze? Ihr lässt das Band weg, zieht sie aufs Gesicht, drückt sie ab, sie sollte sitzen oder auch anziehen. Durch die Nase mal einatmen, dann hat man so die Mickey-Maus-Stimme. Und testen, ob man irgendwo Luft zieht. Gerade Männer mit Schnurrbart kann das Problem sein, es zieht Luft. Da gibt es einen kleinen Tipp, packt Vaseline drauf, dann funktioniert es auch. Die Passform ist das A und O, weil es bringt nichts, ihr taucht mit 20 Walhaien und die Maske läuft voll. Das Ganze macht einfach keinen Spaß. Deshalb immer darauf achten, eine gute Passform. Ihr kennt das, die Maske beschlägt immer. Und ihr habt immer Probleme. Das heißt nicht gleich, dass die Maske schlecht ist. Durch die Herstellung kann einfach so ein Trennmittel drauf sein. Das lässt sie stark beschlagen. Zahnpasta rein, trocknen lassen, ausreiben. Dann sollte das Problem weg sein. Alle halbe Jahr mal wiederholen. Körperfett, Sonnencreme, all sowas setze ich auf ein Glas nieder. Und kann sein, dass es dann beschlägt. Vor dem Tauchen reinspucken, verreiben. Oder wer sagt, naja, ist mir zu eklig, da so reinzurotzen. Dann nimmt das, nimmt so eine gute Antibeschlag, reinigt auch gleich das Glas und funktioniert auch viel besser als Spucke.
Ja, das war das Thema zu den Masken. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, schreibt einen Kommentar. Oder ihr habt ein Thema, worüber ich sprechen soll. Vielleicht das nächste Video über Schnorchel. Dann schreibt mir einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal, um weitere Videos zu sehen. Vielen Dank beim Thema Basics.